Also, liebe Kinder, Carlson, 16 Jahre, fragt: Ich verwende ein Kondom mehrmals, wasche es aus und trockne es auf der Heizung. Wie oft kann ich das machen? Hören Sie, ob mein Engagement ist. Das ist, also liebe Kinder, falls ihr es hier nicht mehr kennt, das ist Dr. Sommer, da haben wir mir, also die alte Generation, da haben wir mir unsere Aufklärung gehabt. Schriften. Ja, das ist was zum Rumblättern, das ist nicht am Handy, das ist so ein, meistens DIN A4 großes Ding, wo man umblätteln muss. Da stehen Buchstaben und drauf und sind Bilder. Und Dr. Sommer war Highlight. Ich mache mir Sorgen um August. Falls August So, aus diesem bin der Dorf wieder in stammt, Heider dann Delle ist in die dies seine Gewürzgurke Heimstätte. Jetzt ist es die Was? Heimstätte des Todes. Sahidi, wie dringend brauchst du diese Antenne? Ehrlich gesagt, habe ich seit wir in der Wüste sind Probleme mit der Ortung des Signals. Ich dirigiere uns eher anhand von Schätzungen, aber mit der richtigen Ausrüstung. Verstehe, sehr dringend. Ich melde mich, wenn der Weg frei ist. Muss erst wieder in die Steuerung reinkommen, da. Ja. Oh. Feini. Och, och, dass ich nichts mehr sehe. Hier wird's auch nichts mehr gesehen. Ach na. Ist das dein Waffen, der was einfriert? Au, oh. Zwingen. Die mengen die nicht wieder. Hoch. Bogen nervt. Ich glaube, ich muss ein bisschen Ressourcen sammeln da. Die Waffen ein bisschen pimpen. Oh, so wie den Dog von. Ich habe eine graue Waffen gehabt, die was aber besser ist als mein Legendary. 6300 schon. Feuere mit dem Panzer. Ui. Das ist definitiv eine Militärbasis. Aber ich erkenne die Abzeichen nicht. Jedenfalls wissen wir jetzt, woher die Bestien ihre Waffen haben. Da stellt sich die Frage, gäbe es Gegner wie diese Bestien auch auf unserer Seite des Tores, hätten wir Menschen uns dann auch gegenseitig bekämpft? Tja, das wäre doch toll gewesen. Da ist auch noch eine Quest hinten. Alles Wüste. Ja, Jagd.
Bei mir ist da nicht nur Ressourcen. Ja, die Waffen schauen cool aus mit Totenkopf. Die Frage ist ja dann, wenn wir jetzt damit Outriders fertig sind, was kommt denn da noch? Na, das wird interessant. Wer ist die halt so lästig? Ah! Von Horten. Gegen den Kamm. Oh. Hm, sauber geschossen. Nicht schon wieder Granaten. Ah. Ganz vergessen, dass man sich da nicht gucken kann. Was da jetzt, glaube ich, eins. Ah, Stufe 27. Oh. Nein, ich nicht. Eigel und Tobi 27 bin ich. Nein, jetzt bin ich Stufe 27. Kann ich wieder was ausgeben? Na, Auszeichnung habe ich gerade. Ja, der Wahnsinn. Oh. Was Lilas? Da war was Lilas. Habe ich schon gesagt, dass da was Lilas war? Oh! Eieieiei! Ui! Oh! Feini, feini! Was Lilas und was Blaus. Schon wieder was Lilas. Jetzt kann ich, super, jetzt kann ich wieder nicht entscheiden, was ich nehme. Aus mörderischer Sanitäter. Killshots stellen bei Verbündeten in Umkreis von 5 Metern um das Ziel 597 Lebenspunkte wieder her. Also heile die mit. Monster-Magazin. Ja, ja, die Scheiße schon geflinkt, noch plus 3 Schuss. Aber schieß schaust aus mit dem Barett. So mag ich das.
waren da gleich wieder, welche Tasten waren das wieder für die Entdeckung gehen? Leertasten. Leertasten. Da ist einer. Die Pumpgun macht Spaß. Also, ja, ich hab schon wieder keinen Schuss. Okay. Sorry, schon wieder was Lilas. Ja, zum Schaffen. Ja, ich brauch Munition. Ah, der Loot-Gott war's gut. Gibt's da drin irgendwas? Ah, ich brauch. Hast du irgendwo Munitionskisten gesehen? Muss ich wieder aussehen, Rina. Draußen, glaube ich, war aber nicht. Bin gleich wieder da. So gut wie die Pumpgun ist, aber die verriss Kugeln ohne Ende. Hast wenigstens was Gescheites gekriegt. Oh. Die Qual der Wahl, hä? Ja, das ist bei mir, also ich darf dann auch meine Pumpgun ummodellieren. Beziehungsweise die neue Ausrüstung. Das ist auch gute Hosen. Ja. Dingerhosen. Ja. Hey, hier ist ein ganzer Haufen Berichte. Machst du Witze? Von den Leuten, die hier? Was steht drin? Anscheinend sind sie auf die gleichen feindseligen Ureinwohner gestoßen wie wir. Sie nannten sie Bestien. Sie errichteten dieses Fort als Basis, um Späher zu entsenden und die Bestien zu finden. Aber die Bestien fanden sie. Dann hat wohl niemand überlebt. Der Name Monroy taucht häufig auf. War wohl der Anführer. Monroy. Der schon wieder Waffen und Rüstungsling da. Ach, da bist du lang, gut. Na toll, ich lauf die ganze Zeit wieder zurück und dabei kommt dann da so eine scheiß Kiste. Thank you.
Okay, Sahidi, der Weg ist frei. Ich warte dann auf euch. Wo die Pumpgun passt zu mir, weil die macht nämlich Mordschaden, wenn ich direkt davor stehe. Wenn ich mich da teleportiere. Nach 2-3 Schuss ist so ein Viech hier. Oh. Angeblich soll ja da der, was ist das, Techniker, oder wie der heißt, die Glas. Ich glaub Techniker, soll die stärkste Glas sein. Da kannst du alles solo machen. Aber warten ist ja dann langweilig, wenn du bloß rumstehst und lässt die Drohnen alles machen. Heilige die Position. Oh, ganz schön laut. Sahidi, versteckt euch. Gesellschaft. Oh, hinter uns. Und heute noch. Hast du schon? Mein Gott. Da hab ich vorher. Oh nee. Da kommen sie. Ja. Ich kann nicht mehr schießen. Jetzt bin ich eingefroren. Super. Ich hab nichts mehr da gehen. Oh. Ja. Wo sind wir selber? Das ist ja schon lange her. Also müssen wir wieder mit mehr Taktik. Ich habe einen alten Stromgenerator eingeschaltet, der sogar noch funktioniert. Ich glaube, er versorgt eine Art Hauptquartier. Da hast du deine hochwertige Militärausrüstung. Läuft nur mit Benzin, komplett ohne Elektronik. Darum funktioniert sie auch noch. Dann mal von Tokio, oder? Jetzt gehen wir von anderen Seiten. Genau, dass der Dicke schon wieder weg ist.
scheiß Granaten da. Mein Gott, schon wieder. Eh, nicht F. Bin doch schon da. Stopp. Jetzt glaube ich, kommt die ekelhafte Welle, oder? Warum der Biggie? Da kommt woher. Kommt denn die her? Achso. Das ist der Boss, der was einführt, da musst du aufpassen. Der rückt was aus. Oh, es lohnt. Oh, ich bin eingefahren. Ich bin auch hier. Ei. Ich kann nichts machen. Er leckt's mich doch am Arsch, echt. Mein Gott, ist der lästig. Mann, wem läuft er wieder hinterher? Mir. Aber jetzt schnell wie. Auf. Ich schau mal, dass ich die anderen wegkriege. Nennen wir weg. Warten wir. Ist fällig. Sahidi, ich glaube, das war der letzte. Sie wollten einen Hinterhalt legen, aber der Außenposten ist sicher. Sorg bitte dafür, dass es auch so bleibt, ja? Ah, zwei Lila nicht gedrückt. Das ist schön. Oh, ein Mifil. Ja, du nicht, oder was? Ja, zwei Rüstungsteile. Na gut, wartet mal lieber. Aber es ist irgendwie schon witzig bei uns. Wenn das erste Mal läuft es in der Regel nicht und beim zweiten Mal geht's dann. Oh, es war ja trotzdem. Ich frage mich, ob einige Fahrzeuge nach dem Angriff ausgeschert sind. Sie könnten irgendwo abseits der Straße zu finden sein. Schlafen, der da drin bist. Ja, der ist unter unserer Würde, gell? Ja, ich darf wieder dann umbauen da. Thank you.
Hörst du das? Das ist eine Relaisstation. Was zur Hölle leitet die denn weiter? Unser Signal. Das Signal warnt. Aber wie konnte es senden, als ich landete? Wie kann das überhaupt möglich sein? Kann es nicht. Es kann nicht sein. Nur ein Raumschiff hat die Erde verlassen. Unseres. Aber wer war es dann? Völlig egal. Diese Koordinaten. Wir finden sie, verbinden uns und kontaktieren die Flores. Ich sag, dass das eine Falle ist. Zeit? Ja. Wir haben die Koordinaten und warten auf dein Kommando, Boss.